Erst neulich bricht Schwester Eva ihr Schweigen und berichtet von ihrer unfassbaren Geschichte, die als Sechsjährige zu bestimmten Handlungen gezwungen wird gegen ihren Willen. Jetzt packt sie einen drauf und schockiert ihre Community erneut. Ihre Kindheit war von Schmerz geprägt. Bereits mit jungen Jahren wird sie misshandelt und traut sich aber kein Wort zu sagen, da man ihr gedroht hat, Leute, die sie liebt, zu falls sie es erfahren. Aus dem Grund verlässt ihr Mund kein Wort und sie zieht sich etwas zurück, landet später im Rotlichtviertel und verdient so ihr Geld. Doch die ersten Tage liefen nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat, denn ihr fehlt die nötige Erfahrung und aus dem Grund kracht es mit ihrem Zuhälter. Da sie anfängt mit ihm zu streiten, wird er aggressiv und die Lage eskaliert. Wenig später ist sie ihren Job los. Mittlerweile wissen wir, dass Eva erfolgreich wurde in diesem Job, bis sie dann entdeckt wurde als Rapperin. Doch wer hätte ahnen können, dass sie durch so einen Vorfall zu so einer Person wird? All die Jahre hat sie geschwiegen, was das angeht, und behielt dieses Geheimnis für sich selbst. Übrigens gibt es eine Doku über Eva, wo sie all das erzählt.